Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shanta Eriski's Revenge. Beim letzten Mal sind wir zum Bürgermeister gegangen und haben vom Bürgermeister gelernt, dass er die Stadt gerne verkaufen möchte, und zwar an den Ammo-Baron. Tja, und das ist irgendwie, das sind nicht so tolle Neuigkeiten. Mal schauen, was uns da erwartet. Tja, und wie ihr vielleicht hört, ich bin ein bisschen verschnupft und das hört man mir wahrscheinlich auch an. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich würde echt gerne weiterspielen. Und da ich sonst in nächster Zeit nicht so viel Gelegenheit habe, möchte ich das halt jetzt machen, während ich so ein bisschen verschnupft bin. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das nach Dingens. Das hat Mauszeiger im Bild. So, ihr könnt mir das nachsehen. Ja, was wollen wir als nächstes tun? Ich meine, wir sollen zum Ammo-Baron. Und uns wurde gesagt, der ist hier hinter den Wastelands oder irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall müssen wir hier durch die Pumpkin Fields und können dann an der Stelle weiter, wo uns Bodo das letzte Mal aufgehalten hat. Und jetzt können wir auch mal hier unsere tollen neuen Items ausprobieren, unseren neuen tollen Zauber. Wobei, die sollte sie deaktivieren, solange keine Gegner da sind. Hier, hallo! Ihr seht schon, das ist sehr schön. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Aber die Magie hält hier relativ lange an dem Ding. Und neue Magie, sehr schön. Vor allem, wenn so viele Gegner da sind, ist das halt einfach super, weil bam, 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 alles ist platt. Au, 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 au. Da brauche ich auch gar nicht die einfachere Variante davon zu nutzen, weil ihr seht, wie das hier abräumt. Und wenn ich nur einen Ball hätte, dann würde das halt nur halb so langsam gehen. Deswegen ist das schon ganz cool. Dann kann ich gleich auch mal hier den Feuerball nochmal... Nein! Kann ich den auch einmal demonstrieren, aber der macht halt das, was man erwartet. Der Gegner geht so ein bisschen in Flammen auf und jetzt habe ich schon nicht mehr genug Magie, um den zu nutzen. Deswegen gehen wir mal zurück hier zu den Kugeln. Ja, okay, jetzt habe ich gar keine Magie mehr. Aber das Juwel, da möchte ich gerne noch haben. Ich glaube, ich habe es aufgesammelt. Hallo? Ich sollte vielleicht einfach mal weitergehen, bevor ich hier sterbe. Au. Ich sagte, bevor ich hier sterbe, Shantae. Was soll das denn? So, hier beim Warpskid waren wir stehen geblieben, deswegen geht es jetzt weiter. Oh, ja, natürlich. War ja klar, dass hier Vogelscheuchen sind, die uns mit Kürbisbomben abwerfen in den Kürbisfeldern. Wer hätte das gedacht? Au. Ich hasse diese Viecher. Die sind so nervig. So verdammt nervig. Aber egal, wir machen sie trotzdem platt. Wir müssen uns nur beeilen und dürfen uns halt nicht von denen treffen lassen. Das ist nicht gut. Oh, eine Höhle. Was haben wir denn da drin? Kommen wir da eventuell schon weiter? Jawohl. Wir kommen direkt an den Schatz dran. Was ist da drin? Magisches Gelee. Coole Sache. Damit haben wir jetzt wieder zwei. Dann könnten wir uns fast schon direkt dann die dritte Stufe von den Kugeln kaufen. Ah ne, da brauchen wir drei Gelees für, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal. Wir werden schon was Schönes damit kaufen. Wir finden garantiert noch mehr Gelees, bevor wir in die Stadt zurückkehren. Von daher gucken wir mal, was uns dann holen. So, die wirklich seidige Creme wäre auch eine, oh Gott, lohnende Investition. Ich sollte mal den Ausweichmove öfter machen. Geht der eigentlich? Jawohl, damit kann ich auch von Plattformen runterspringen. Alles klar. Oh, speichern. Machen wir natürlich. So, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Laut Karte sollten wir jetzt in die Wüste kommen. Jawohl. Die Barren Desert. Die Wüste des Barons. Tja, schauen wir mal, wer der Ammo-Baron ist und ja, was der so drauf hat, was ihn so bewegt, ob er Scuttletown in eine richtig gute Zukunft führen wird oder ob er sie ruinieren wird. Schauen wir einfach mal. Erstmal müssen wir ihn sowieso finden. So, ich gucke nochmal eben. Wobei, ich muss gar nicht auf die Karte gucken. Ja, wir kommen hier nicht weiter. Ja, coole Idee, ne? Wie zu beweisen war. Deswegen müssen wir jetzt einfach in die Höhle reinklettern und schauen uns mal an, was uns da denn so erwartet. Was wir denn da finden, ob da alles ganz gut ist. So, oh, mal die Spinnen. Und die können wir uns auch noch aus dem ersten Teil erinnern. Mistviecher. Im ersten Teil haben sie aber, jawohl, ich habe sie geschossen, wollte ich gerade sagen. So, ach ja. Genau, aus dem Hinterhalt, hinter den Blättern versteckt. Ja, noch so eins. Ihr wollt mich wohl hier blöd verkaufen, was? So, wir gucken mal eben auf die Karte.
wir sind jetzt... gute Frage. Wir sollten irgendwo unten in dem Höhengebiet sein. Ich dachte eigentlich, es wird uns angezeigt, wo wir uns befinden. Wird es aber anscheinend nicht, deswegen gucken wir uns das später nochmal an. Und da komme ich nicht runter. Also wir können hier vermutlich durch, aber da ist leider dieser Stein im Weg. Und an dem führt bisher noch kein Weg dran vorbei. Deswegen merken wir uns die Stelle einfach mal und gucken später nochmal vorbei. Oh ja, Lebensenergie. Sehr gut. Das war's. Na gut. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Aha. Auf der anderen Seite von dem Abgrund. Man kann ihn da sogar auf der Karte sehen, was ziemlich cool ist. Da dieser große, dieses große tiefe Becken da rechts von uns. Ich zeige gerade mit dem Finger auf den Bildschirm, was total sinnlos ist, weil ihr es eh nicht sehen könnt. Aber da, wo der leuchtende Punkt ist, da links, seht man ja. Da sind wir jetzt. Und man sieht schon, weiter links ist noch so ein weiterer großer... Au! Einfach umdrehen, hä? Das haben wir gerne, was? Hm, aber coole Sterbeanimation. Dumm, 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 dumm. Auf jeden Fall. Na, da ist der zweite große. Ach nee, doch nicht. Gut, an der kommen wir nicht vorbei. Kann ich dich mit... Nee, selbst damit kann man es nicht besiegen. Komm, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Haha, daneben. Aua. Das üben wir nochmal. Oder ich, je nachdem. So, Moment, ich weiß, das ist eine Höhle. Ja, genau, hier ist, sollte der zweite große Abgrund sein. Da kommen wir nicht rüber. Da müssen wir uns mal was überlegen. Nein! Oh. Da müssen wir uns mal was überlegen, wie wir da weiterkommen. Auf jeden Fall war da noch eine Höhle und da klettern wir erstmal rein. Ich finde die Musik übrigens ziemlich cool. Egal. Genug von der Musik. Wir wechseln zu einer anderen Musik. Desert Pass. Der Wüstenpass. Ja. Oh, es wird trotzdem nicht angezeigt. Eigentlich müssten wir jetzt, glaube ich, in so einer Höhle da unten sein. Hm. Ihr seht ja dieses große Gebiet, das da so blau umkreist ist, umrandet ist. Das ist ja kein Kreis, das ist ja ein Rechteck mit runden Ecken. Und das sind so dunkle Flecken. Das sind Höhlen. So, das sieht hier noch aus, als wäre da irgendwas Schönes versteckt, oder? Findet ihr nicht auch? Hallo, was haben wir denn hier? Naja, ein bisschen Magie, ein bisschen Edelstein. Nicht schlecht, dafür, dass das Geheimnis so offensichtlich war. Ach, jetzt kommen wir natürlich nur als Affe zurück. Ich kann als Affe übrigens nicht die Magie einsetzen. Also ich drücke auf den Knopf, es passiert nichts. Nur, dass euch wundert, warum ich denn nicht einfach in Affenform bleibe und dann mit der Magie angreife. Oh, da ist momentan was fallen gelassen. Das nehmen wir natürlich mit, auch wenn es nicht viel ist, aber jedes kleine Juwel hilft. Nanu, wo geht's denn weiter? Das kann doch nicht einfach... Moment. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Ich komme nicht nach oben, ich komme nicht nach unten, aber man sieht da oben links ist noch ein Raum und ich vermute hier links neben der Wand führt ein Weg nach oben. Also sollten wir uns mal hier auf der rechten Seite unten ein bisschen genauer umgucken. Ja, oder noch weiter unten. Ob da nicht eventuell ein Geheimgang versteckt ist. Das könnte nämlich gut der Fall sein. So, deswegen ignorieren wir einmal da die Blöcke rechts. Und... wobei, Moment, wir ignorieren sie nicht. Gucken wir das doch mal eben an. Weil ich es kann. Dumm. Ich glaube, hier geht es auch weiter. Oh, guckt euch das mal an. Geheimweg. Jetzt... bloß die Krabbe da drin. Und hier geht's auch weiter. Ich guck mal eben auf die Karte. Das stimmt damit nicht überein. Egal. Keine Ahnung. Vergessen wir das. Wir gucken uns beide Höhleneingänge mal genauer an. Ach, wisst ihr was? Moment. Einmal Kommando zurück. Und dann verwandle ich mich in den Affen, weil damit können wir uns da drin wesentlich schneller fortbewegen. Dumm. Ja, hier ist offensichtlich, dass man da hochklettern kann. Lalala. Okay. Aha. Edelsteine. So, geht's hier noch irgendwo weiter hoch? Ist hier ein Geheimnis oder so? Hallo? Hallo? Hm.
Hm. Offensichtlich nicht. Na gut. Oder ich bin einfach zu blöd, es zu finden. So, komm mal wieder zurück. Moment mal, Moment mal. Da oben rechts ist... Da war ich noch nicht. Aber da sind doch auch so Blöcke, die mir anzeigen, dass da ein Geheimweg ist. Oder nicht? Nee, das waren nur so komische Blöcke. Oder? Hm. Okay. Aber das ist noch nicht der Weg, den ich eigentlich suche. Muss irgendwo noch ein geheimer Weg sein. Die Frage ist bloß, wo? Aha! Wusste ich's doch. Genau, und dann kommen die hier hoch. Haha. Gut versteckt. Aber immerhin ein paar Edelsteine bringt es uns ein. Und jetzt müssen wir uns nur entscheiden, ob wir hier links oder rechts reingehen. Und da wir schon hier sind, würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier links rein. Wo sind wir denn rausgekommen? Doch da, okay. Also ihr seht, wir sind da durch diese Höhlenstruktur gegangen und sind jetzt hier längs, links. Nein, nicht wieder rein. Chantae. Komm mal bitte wieder hier raus, ne? Und wir sind jetzt da bei diesem Zelt gelandet. So, mal schauen, was uns da erwartet. Keine Gegner bisher. Na, wer bist du denn? Du hast eine Bärenmütze auf. Wir werden von hier angreifen. Hm, nein, hier. Okay. Noch mehr von der Sorte. Ich halte Ausschau nach Bösem. Ja, mach du das mal. Ha. Du bist... You are a hottie Boombalotti. Ja, du bist ein ziemlich heißes Stück. Ich sehe hier nicht viele deiner Art in der Mitte der Wüste. Oh Mann. Was haben wir denn hier drin? Chili? Jawoll. Dann können wir uns wirklich ein paar schöne Sachen kaufen. Gut, dann gehen wir mal hier in das Zelt rein. Mal schauen, wer uns da erwartet. Hallöchen. Kablooey. Wer bist du, Kapau? Der Ammo-Baron braucht keine weitere Freundin. Bushwa! Was er braucht, ist dieses herunterkommende Retten noch Scuttletown. Aha, du hast eine hohe Meinung von meiner Stadt. Es ist der perfekte Punkt, um von dort meine neue Kampagne zu starten. Meine Männer werden über das Land marschieren wie 2 Tonnen taktischer Zinnspielzeug. Terror. Tintoy Terror. Ja, toll. Toller Vergleich. Ratatat. Hey, das ist mein Zuhause, über das du redest. Oh, warte mal, Girly Girl, Mädchen, Mädchen, wie auch immer. Hast du irgendwas für den Ammo-Baron oder nicht? Der Ammo-Baron hat nicht den ganzen Tag Zeit. Hm, ja, wir haben mal was für ihn. Und das scheint jetzt übrigens der Ammo-Baron zu sein. Sieht nicht besonders bedrohlich aus, muss ich sagen. Ja, wir haben ihm die Stadturkunde überreicht. Yeehaw, Blemity Blue! Ich wusste, dass dieser alte Kauz irgendwann nachgeben würde. Ich habe die Urkunde zu Scuttletown. Das heißt, dass der neue Bürgermeister ich bin. Der Ammo-Baron. Klick, klack. Warte. Kabusch. Ja, lass uns nochmal darüber reden. Meine ganzen Freunde leben in Scuttletown und wir sind ziemlich glücklich mit der Art, wie die Dinge momentan laufen. Ach, kümmere dich nicht um ein Ding, Süße. Wir sind jetzt alle Familie. Tatsache ist, mit mir als dem neuen Bürgermeister macht es dich, meinen offiziellen Bürger. Und bringt sie dahin. Was? Ah, cool, wir haben einen Pass bekommen. Warum brauchen wir einen Pass? Was ist das? Das da ist dein offizieller Ammo-Town-Pass und dein Aktivitätenbuch. Ammo-Town, im Ernst? Was ist Ammo-Town? Das ist der neue Name deiner Stadt. Neuer Bürgermeister, neuer Name. Hm, wie wär's mit Faxtown? Super Faxtown. Ah, aber kümmere dich nicht. Jetzt, da du mein Mädchen bist...
Und ich, dein offizieller Landlord, dein offizieller hier Dings, ihr wisst schon, warum schreibst du dich nicht in meine private Armee rein? Oder schreibst du dich nicht in meine private Armee ein? Wir haben sogar eine Open-Air-Dusche. Splash, splash. Da ist aber jemand so ein bisschen perverser. Nein, danke. Ich muss noch was erledigen. Ganz weit da rechts. Ja. Wiiu, boom. Heruntergeschossen. Okay, Schwester, ich verstehe dich. Du siehst wie ein ziemlich junges Ding aus. Warum trainierst du nicht deinen Körper drüben bei meinem privaten Kampfturm? Es ist nur für Bürger der Stadt. Und es ist Ladies Night. Kampfturm? Ha, sicher. Du kannst es nicht verfehlen. Das zeigt ihnen einfach deinen Pass. Komm, schaff es an die Spitze und du bekommst deinen Preis. Sag ihnen, dass der Amo-Baron dich geschickt hat. Ein echt komischer Kauz, aber er scheint uns nicht feindlich gesonnen zu sein. Mal schauen, ob wir sein Siegel trotzdem bekommen. Vielleicht ist das ja der Preis, den wir an der Spitze des Kampfturms bekommen. Wer weiß, wer weiß. So, wir gucken nochmal eben auf die Karte. Wo können wir denn noch hin? Ich würde da unten gerne den Teleporter aktivieren. Und da unten rechts sehen wir einen roten Totenschädel. Und das, meine Freunde, ist das Zeichen dafür, dass da ein Dungeon ist. Ja, weil wenn ihr da mal guckt, wo wir vorher waren im Wald, da ist auch der rote Totenschädel, wo das der Dungeon ist, beziehungsweise das Labyrinth. Und da waren wir ja beim Tintenfischbaron. Und ja, mal schauen. Vielleicht finden wir ja da in der Wüste auch das nächste Siegel. Komm her. Ja, wie auch immer, wir erforschen erstmal hier die Höhlen ein bisschen weiter. Ach, die Vase da oben ist mir jetzt eigentlich momentan ein bisschen egal, deswegen lassen wir sie einfach in Ruhe. Und, na, komm, machen uns stattdessen auf den Weg nach hier unten. Denn wir hatten da ja noch den anderen Höhleneingang. Und da würden wir gerne rein. So. Ich hasse diese Teufelchen. Wobei, in diesem Teil sind sie eigentlich gar nicht mehr so fies. Im ersten Teil waren sie halt ziemlich, ziemlich nervig. Wobei, hier sind sie immer noch nervig. Einfach, weil sie von irgendwo ankommen und man es nicht sieht und dann machen sie einem Schaden. Geh weg. So viele Herzen. Jetzt aber wieder volle Lebensenergie. Ist das nicht schön? Okay, zwei beziehungsweise Ausgänge. Ich würde gerne erstmal nach links gehen. Denn ich vermute, da kommen wir genau da unten raus. Und das möchte ich... Nein, nicht zurück! Oh. Ja, das passiert halt, wenn man einen 2D-Jump'n'Run mit Control-Stick spielt, mit Analog-Stick. Hallo! Und nicht mit einem Digipad. Wobei eigentlich, ich spiele mit dem Xbox 360-Controller. Vermutlich ist der Stick da auch digital und nicht analog. Deswegen sagen wir einfach mal mit einem Stick. Komische Viecher hier. Und das da oben schreit geradezu nach den Kugeln. Hallo? Gehst du da mal rüber bitte? Ich will mich nicht in den Affen verwandeln. Ah, na gut. Verwandeln wir uns eben, gehen hier hoch. Wenn das Spiel unbedingt möchte, dass wir das tun, dann tun wir das. Haha. Komm her, du Teufelchen. Du hast keine Chance gegen unsere Wunderkugeln. Das funktioniert doch gut. Tja, ohne Zauber wären wir hier minimal aufgeschmissen. Wobei es geht, wir würden halt einfach hier die Wand hochklettern und den Gegner nicht bekämpfen, vermutlich. Aber ich finde das cooler, wenn wir die Gegner tatsächlich besiegen können. Denn wir sind Chantae, wir können das. Und ich kann halt auch einfach hochspringen und das hier machen. Geht natürlich auch. Na, jetzt muss ich wieder die Wand hochklettern. Oh, wie viel schießt du denn? Ja, ich schieße die Kugeln, sehr schön. Haha. Na komm, tanz. Tanz für mich und verwandle dich.
Ah, okay. Es gibt tatsächlich also zwei Varianten. Die einen, die nur einen Pfeil schießen. Die anderen, die dann irgendwie da drei Pfeile hintereinander wegfeuern in schneller Folge. Ziemlich gemein. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet. Und dann duckt man sich und denkt sich, haha. Und dann kommt man wieder hoch und ja, kriegt dann erstmal zwei Pfeile ins Gesicht. Ist nicht so lustig. So, ein Warp-Squid-Säule. Hallo. Na? Doch, es ist... Nein. Es ist schon morgen. Du sollst dich bitte aktivieren. Dankeschön. So, ich glaube, da oben ging es nicht weiter. Das Ende der Karte, jawohl. Wir sind nur für den Warp-Squid hierher gekommen. Aber wir wollen ihn ja aktivieren, denn wir wollen alle aktivieren. Wobei ich finde, dass der in dieser Region schon ziemlich sinnlos platziert ist. Einfach, weil der so weit abseits steht. Ja, aber... Es ist halt der einzige hier in der Wüstenregion. Deswegen muss man schon damit leben. Ich glaube, in der Atemraum sind wir... Nö, sind wir auch nicht schneller unterwegs. Na gut, aber die ganzen Gegner sind nicht respawned. Was ich sehr schön finde. Also können wir einfach ganz gemütlich den Weg wieder zurückgehen. Durch die Wüste hinein in die kühle Höhle. Zu den blöden kleinen Teufelchen. Ja... Dann gucken wir uns mal die andere Seite an. Mal schauen, was uns da so erwartet. Mumien! Moment. Da machen wir mal Folgendes. Normalerweise, beziehungsweise die bekämpfe ich jetzt erstmal so. Hier. Boom, boom, boom. Kann man machen, ne? Aber warum machen wir nicht einfach hier so einen Feuerball und gucken, wie die Mumien Flammen aufgeht? Das geht nämlich auch in diesem Spiel. Ich meine, so eine Mumie, ne, besteht halt aus Bandagen und die brennen ganz gut. Ja. Das ist so ein nettes kleines Detail in diesem Spiel, was ich einfach großartig finde, dass man sowas machen kann. So, Moment, nein, von da oben möchte ich nicht springen. Ich fall doch nur wieder da rein, ich kenne mich doch. Haha. Ich weiß doch, dass meine Fähigkeiten nicht so gut sind. Das einzige Problem ist, der Feuerball verbraucht ziemlich viel Mana. Au! Was soll denn das? Jetzt hat er mich sogar noch getroffen. Mistvieh. So, das gleiche mit den Bällen, ja wohl, gut geht. Auch gut damit zu bekämpfen. Verbraucht vermutlich auch weniger Mana. Irgendwie hätte ich die jetzt stärker in Erinnerung. Aber irgendwie... sind sie doch nicht so stark. Egal. Hallo, na? Würdest du gerne deine Reise speichern? Ja, natürlich würde ich das gerne machen. Vielen Dank. So, jetzt dürften wir gleich... Genau. Na, sieht das nicht nach Dungeon aus? Ja, da rechts gehen wir gleich weiter. Und sieht das nicht nach Kampfturm aus? Gehen wir mal rein und schauen, was uns da so erwartet. Ein Typ mit einer Pappbox. Ist da Snake drunter? Snake? 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 Der Name ist Barracuda Joe und das hier ist der Kampfturm. Hast du einen Pass? Ja, natürlich haben wir... Wobei, wir sagen erstmal nö. Ah, tut mir leid, Kind. Oder Kid. Bürger only... Dings, geht zum Ammo-Baron. Bla 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 bla. Ja, wir haben natürlich einen dabei hier. Die Kampfturmregeln sind sehr simpel. Der Eintrittspreis sind 20 Juwelen. Die Uhr startet, sobald du durch diese Tür hindurch bist. Sei schneller als die Uhr und du gewinnst. Außerdem, ziemlich viele Leute sterben, während sie es versuchen. Also hoffe ich, dass du vorher gespeichert hast. Ja, haben wir natürlich gemacht. Bist du sicher, dass du bereit bist? Ich gucke nochmal eben auf die Uhr. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch. Oder versuchen wir es zumindest. Okay, du bist ready to go. Ready to go, wie auch immer. Knock him dead. Schöne kleine Hommage an den ersten Teil, an das Tanzminispiel. So, ja, das hier ist der Battle Tower. Und unser Ziel ist es, so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Und wir haben halt immer diese Stages und die Türen und die öffnen sich, sobald wir alle Monster in der Stage besiegt haben. Und zwischendurch müssen wir halt hier hochklettern, finden solche kleinen Uhren oder solche großen Uhren, womit wir unsere Zeit ein bisschen erhöhen können. Tja. Und viel mehr gibt es hier halt auch nicht. Und hier ist es sehr, sehr
sinnvoll und gut, diese Kugeln zu haben, wie man sehen kann, denn damit kann man die Gegner relativ schnell fertig machen. Vor allem, wenn sie an solchen ungünstigen Positionen für sonstige Kampfmanöver stehen. Dadurch kommt man ganz gut hier durch den Turm hindurch. So, und ich denke mal, das werden wir eigentlich ganz locker schaffen. Das Zeitlimit ist jetzt nicht so hart. Und mal schauen, was uns am Ende erwartet. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Ebenen dieser Turm hat. Das werden wir dann einfach sehen. So, ich muss mal ein bisschen Magie sparen. Deswegen erledige ich die mit meinem Pferdeschwachter. Oh Gott, Mumie. So, noch mehr Gegner? Nein, sehr schön. Also ich gehe jetzt auch einfach nur so ein bisschen da durch. Ich mache jetzt nicht optimiert auf Zeit. Also es lädt natürlich sehr zu Speedruns ein und seinen eigenen Rekord zu schlagen. Aber gerade nicht. Nö. Wir machen das erstmal in aller Ruhe. Ja, und dann zwischendurch haben wir halt hier auch noch solche Sprungpassagen, wo wir nicht darunter fallen sollten. Aber hey, wir kommen schnell durch. Sparen uns damit mehr Zeit als... Na! Ja, da ist die Zeit auch wieder weg. Na toll. Genau, durchkämpfen. Da brauchen wir halt ein bisschen mehr Zeit, aber dafür können wir da nicht runterfallen. Oh Gott, ja gut, die Dinger, diese brauchen natürlich ein bisschen mehr Zeit. Einfach, weil man sie nicht so leicht treffen kann. Ja, komm, sehr schön. War's das? Sehr gut. Und es ist halt einfach, dieser Battle Tower ist eine super Quelle für Edelsteine. Da man halt von den Monstern immer irgendwas fallen gelassen bekommt. Nein, nimm die mit. Das sind 20 Sekunden, hallo. Die kannst du gebrauchen. Bin mal gespannt, ob ich... Ui. Ob ich es schaffe, mit mehr als 3 Minuten noch übrig zu haben. Aua. Wobei ich fürchte nicht. Nein, das wird nichts mehr. Ich finde zwar zwischendurch immer Zeit. Ja, ich hätte von Anfang an mit den... Kugeln da durchgehen sollen. Ich finde es da immer noch Zeit, aber die späteren oder höheren Ebenen werden dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Und vor allem, wenn ich da nicht vernünftig rüberspringen kann, weil irgendwie der Stick nicht mitmacht, dann, ja, bringt sowieso nichts. Bam, bam, bam. So, noch mehr Gegner. Moment, ich erledige erstmal die... Oh ja, genau, hier, Pumpkin-Bomben, ist klar. Ist klar. Ihr habt ja sonst nichts zu tun, ne? Und noch mehr Gegner. Krasse Sache. Ja, und da seht ihr das mit den 3 Minuten. Wenn man sich beeilt, schafft man das. Oder könnte man das schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft habe. Ich weiß nicht, wie da meine Rekorde in der DSi-Version sind. Aber, ja, das passt schon. Wir werden trotzdem sehr entspannt da durchkommen. Und ich finde, das ist eigentlich sogar ein relativ cooles Minispiel hier mit dem Turm. Nein! Dum-dum-dum. Na gut. Dann springen die halt doch von der von Kette zu Kette, wenn das Spiel so möchte. Magie, sehr gut. Wir haben bisher irgendwie noch keinen Zaubertrank oder Lebenstrank nutzen müssen, den wir gekauft haben, oder? Vielleicht werde ich so langsam besser im Spiel, wer weiß. Sagte er und lief erstmal in die Gegner rein. Wobei, der Schaden ist mir halt relativ egal. Wir kriegen ja zwischen den einzelnen Ebenen immer wieder ein bisschen was aufgeladen. War es das schon? Sehr gut. Und zur Not haben wir halt noch einen Heiltrank. Also sterben werden wir garantiert nicht. Da schon sind wir wieder auf 3,5 Herzen. Das sind nicht ganz 3,5. 3 und 3 Pixel. Sagen wir es einfach so. Alleine. Moment, ich kann nicht doch damit... Jawohl. Oh ja, genau. Wieso treffe ich denn nur den einen damit? Oh, jetzt auch noch ein blauer. Hallo? Okay, ich treffe ihn gerade nicht. Aua, aua, aua. Der ist schon eine etwas größere Herausforderung. Ach, sehr gut. Aber einer, auf die ich gemeistert habe. Jetzt sieht bloß meine Magie so gering aus. Müssen wir vielleicht gleich doch mal einen Magietrank trinken. Oder einen Heiltrank. Beides eventuell. Oh, ein Totenschädel. Das heißt, das ist die letzte Ebene. Schleimies!
Das sieht auch wie die letzte Ebene aus, bei den Säulen im Hintergrund. Ja, jetzt kommt nochmal alles, was sie zu bieten haben, hä? Ja, Edelsteine sammeln wir natürlich ein. Und jetzt seht ihr auch, hier in 3 Minuten werden wir definitiv nicht mehr schaffen. Moment. Genau. Wow, das füllt sogar komplett auf. Sehr gut. Ja, hätte ich jetzt auch ohne machen können, aber ganz ehrlich, das ist so bequem mit den Kugeln. Und wenn wir die schon gekauft haben mit teuren Edelsteinen und seltenem Gelee, dann sollten wir das auch nutzen, oder? Lurien, Hallöchen. So, war's das? Nein, da kommt noch mehr. Ja, noch so ein blauer, toll. Komm, mach dein Schild weg. Dankeschön. Das war's noch nicht. Nein, da ist noch einer. Jawohl, das war's. Wow, wir haben nicht mal die 2 Minuten geschafft. Okay, so, was ist denn unser Preis? Ah, ein magisches Siegel. Deswegen sind wir ja überhaupt in die Wüste gekommen. Naja, und für den Botengang für den Bürgermeister, aber für den Ex-Bürgermeister ist er jetzt gar nicht mehr Bürgermeister, ne? Ha, sieht so aus, als hätten wir einen Gewinner. Hm, lass mal sehen, was du da oben gefunden hast. Nö. Was ist das? Ein... A Magic Squeal? Squeal ist das Geräusch, was Schweine machen. Dieses... Dieses... Wie nennt man das? Quietschen. Ein magisches Quietschen? Ich habe gedacht, der Ammo-Baron hat da oben nur wertvolle Schätze. Hm. Nur mülliger Müll. Müll, Müll, Müll. Ah, das ist enttäuschend. Das ist peinlich. Ich sag dir was. Wir haben noch anderes Zeug da oben. Zum Beispiel echte Geldpreise. Irgendwas, das irgendwas wert ist. Also, komm jederzeit zurück für einen weiteren Versuch. Und ich werde dir ein paar echte Preise da oben lassen, die du benutzen kannst. Wir werden deine Bestleistungen aufschreiben und ja, wir werden es wirklich deine Zeit Dings machen, worthwhile machen. Wir werden es, ja, egal. Und nur damit es keine schlechten Gefühle zwischen uns gibt, nimm das hier auch noch. Wir haben den Forest Key bekommen, den Waldschlüssel. Damit können wir in die Höhle rein. Sehr gut. Cool. Dankeschön. Keine Idee, wofür das gut sein soll. Hm, sieht alt aus. Wie irgendetwas, das ein Waldgeist nutzen würde, um seine Uhr wieder aufzuziehen oder irgendwie sowas Doofes. Nimm es. Es ist deins. Ah, vielen Dank, Barracuda Joe. Du bist ein Lebensretter. Muah. Oh, Moment. Sie hat tatsächlich Kiss gesagt. Sag nicht Kuss zu mir, solange du mir nicht wirklich einen Kuss gibst. Anders, sonst ist es nur Worte, okay? Okay, Kiss. Oh, du machst es schon wieder. Hau ab. Und sei sicher, dass du in einen Speicherraum als erstes da links besuchst. Was, sonst ist dein Fortschritt weg, ja? Ah, das mache ich demnächst auch. Ich gehe einfach zu irgendwelchen Fremden und sage Kuss. Oh, hallo, Risky Boots. Risky Boots. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du auftauchen würdest. Ich befürchte, meine Geduld für dich beginnt sich langsam aufzulösen. Oder wird langsam dünn. Warum gibst du mir nicht einfach beide magischen Siegel jetzt und dir und sorgst dafür, dass dir und deinem Onkel keine weiteren Unangenehmheiten passieren? Niemals! Ah, na gut. Wir machen das auf die harte Tour. Ihr werdet beide um Gnade winseln. Ihr werdet es schon sehen. Tja, ich will nicht wissen, was sie vorhat. Vor allem, weil sie ja unseren Onkel erwähnt hat, Mimik. Hoffentlich geht's dem gut. Naja.
Aber das werden wir nicht mehr heute erfahren. Das werden ja vielleicht ihr schon, wenn ihr das Video guckt und schon spätere Videos online sind, dann werdet ihr es wahrscheinlich schon noch heute erfahren. Einfach, weil ihr dann beide Videos hintereinander gucken könnt oder mehrere Videos, je nachdem wie viele es dann sind, bis wir erfahren, was mit Onkel Mimic passiert oder ob überhaupt irgendwas mit ihm passiert und ob das nur leere Drohungen von Risky Boots sind. Ansonsten, falls ihr das Video früher guckt, dann müsst ihr euch halt noch gedulden. Ups, jetzt bin ich wieder ins Mikro gekommen. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, es war nicht zu schlimm, dass ich ein wenig verschnupft bin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich klinge nicht zu dämlich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.